Hello my friends und welcome zu meinem ersten Tutorial YouTube Video in der FIFA 23 Reihe. Heute werde ich euch mal zeigen, wie man tatsächlich schneller snipen kann als jeder Bot. Und ich werde euch definitiv diesbezüglich Tipps und Tricks zeigen, am besten die ganzen Einstellungen. Fangen wir einfach mal an, ja? Let's go! Wir sind jetzt hier ganz normal eingeloggt bei der FIFA Web App. Wichtig ist dabei, dass ihr Punkt Nummer 1 den Chrome Browser benutzt. Ihr benutzt nicht den Firefox, ihr benutzt nicht den Edge Browser, sondern tatsächlich den Chrome Browser. Hat den Vorteil, da man hier tatsächlich mehr Einstellungen vornehmen kann, um besser zu snipen. Aber das zeige ich euch jetzt. Ich zeige euch jetzt einfach mal die kompletten Einstellungen. So, wir sind hier in dem Anfangsmenü. Gehen einfach mal hier auf den Transfermarkt Suche, geben hier einfach mal den Spieler Martial ein. Martial, so, den suchen wir uns dementsprechend aus und gucken mal, ich habe schon was eingestellt. Für 3000 bekommt man ihn schon relativ ganz gemütlich angeboten. So, da wir allerdings aber snipen wollen, wollen wir einfach mal sehen, ja, wo die Schmerzgrenze ist. Also bei 2,8 bekommt man ihn nicht. 2,9 bekommt man ihn auch schon. Also wir wollen ihn dann logischerweise, um es euch nochmal zu zeigen, hier unter 2,9 ja, snipen. Das heißt, wir gehen auf 2,8, sind ja bei 150. Muss man auch erwähnen, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass ihr nach jeder Suchfunktion oder nach jedem Klicken auf den Suchbutton den Gebotspreis erhöhen müsst, damit sich quasi die Web-App aktualisiert. Ansonsten findet er keine Spieler. Gehen wir einfach mal rein. Wir sind jetzt hier ganz normal in der Maske drinnen. Ihr habt den Chrome Browser aufgemacht. Wir haben sämtliche Parameter eingestellt und wollen jetzt den Spieler Martial logischerweise snipen. Wenn wir jetzt auf Suchen klicken, dann seht ihr, guckt genau, wo mein Mauszeiger ist. Wenn wir auf Suchen klicken, dann sind wir quasi ein Stückchen unter dem Jetzt kaufen Button. Ja? Wichtig ist, wenn wir jetzt zum Beispiel auf Jetzt kaufen klicken, ja, müssen wir jetzt quasi erst bestätigen. Zum Snipen definitiv viel zu lange. Ich zeige es euch nochmal. Wir klicken auf den Suchen-Button. Wir sind hier unten mit dem Mauszeiger. Müssten jetzt erst nach oben gehen, jetzt kaufen und dann auf OK drücken. Und dann hätten wir erst den Spieler. Da das allerdings zu lange dauert, ich zeige es euch nochmal. Jetzt suchen. Wir sind hier unten drunter. Seht ihr? Es dauert definitiv zu lange. Ja, wichtig. Hierbei sind jetzt folgende Einstellungen. Ihr geht jetzt je nach Auflösung hin, das muss jeder für sich selbst rausfinden, geht hier oben auf die Einstellungen, ja, geht zum Beispiel hier auf Zoomen, bei mir sind es jetzt 110%, ja, und jetzt seht ihr, es ist größer geworden, ja, also das heißt, wenn wir jetzt auf Suchen klicken, guckt mal, wo mein Mauszeiger ist, im nächsten Bildschirm, ist quasi direkt, während dem Ladenbildschirm, direkt schon auf Jetzt kaufen für 2,9. Ich zeige es euch nochmal. Ihr drückt dann auf Suchen. Ziel ist es, wenn ihr auf Suchen gedrückt habt, nur einen Millimeter nach oben zu gehen mit der Maus und schon seid ihr auf Jetzt kaufen. Hat den Vorteil, dass wenn ihr klickt, jetzt schon auf Jetzt kaufen seid, schon mal klicken könnt und dann, anstatt mit der Maus nach oben zu fahren und OK zu klicken, müsst ihr tatsächlich nur noch die Enter respektive die Return-Taste drücken. Und somit bestätigt er auch den Kauf. So. Das wollen wir jetzt natürlich schnell machen. Das heißt für uns, snipen, ganz normal, schnell sein. Ja? Wir gehen nochmal nach unten, klicken drauf und jetzt passt auf, in dem Moment, wo ich schon auf den Suchen-Button draufklicke, gehe ich ein Stück mit der Maus nach oben, drücke schon gleichzeitig die linke Maustaste und hämmer die Enter-Taste respektive die Return-Taste. Seht mal, und? Ja? Hier sollte dann, wenn ein Spieler zu snipen sein sollte, der jetzt kaufen Button sein. In dem Moment, wo das Spiel oder wo der Bildschirm lädt, drücke ich schon die linke Maustaste und dann die Return-Taste. Das heißt, wenn hier tatsächlich ein Spieler erscheinen sollte und ich schon die linke Maustaste direkt gedrückt habe, kommt ja logischerweise der jetzt kaufen Button. Ich drücke dann schon drauf und bestätige sofort mit der Enter-Taste. Nochmal, wir gucken uns das einfach mal an
und nochmal suchen. Wichtig ist, dass ihr hierbei immer wieder den Preis aktualisiert. Also hier sprich nach oben geht. Und dann, da ist er. Ah. Und wir haben ihn für 2200 Points gesniped. Das war jetzt natürlich ein super Beispiel. Ein super Vorführ. Ja, ich sag mal, obballer. Ein Vorführ-Effekt. Und ihr seht, so haben wir ihn auf jeden Fall super können snipen für 2200 Coins. Und das möchte ich euch so sehr ans Herz legen. Wichtig ist tatsächlich, dass ihr hier komplett die Einstellungen macht. Wie gesagt, es kommt auf die Einstellung an, es kommt auf den Bildschirm an. Ich habe zum Beispiel hier einen 15 Zoll Monitor, ein anderer nun 11 Zoll, ein anderer einen 17 Zoll Monitor. Deswegen passt es euch an. Wichtig ist dabei tatsächlich nur, ja, dass ihr, wenn ihr hier auf den Suchen-Button klickt, direkt hier auf den jetzt Kaufen-Button kommt. Ich zeige es euch nochmal. Ja, hier, ihr seht, ich bin schon direkt auf dem jetzt Kaufen-Button. Und wenn der Bildschirm quasi umspringt, drücke ich schon die linke Maustaste und hämmer die Enter-Taste, damit quasi diese Meldung mit der Enter-Taste nur noch bestätigt wird. Das ist schon mal Tipp Nummer 1 für schnelles Snipen. Das soll es aber auch schon gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch schon soweit ganz gut gefallen. Geht am besten rein, probiert es selbst und hinterlasst mir mal in den Kommentaren, ob das bei euch auch so gut funktioniert, ob ihr schneller seid als jeder Bot und ob ihr damit auch genügend Coins generiert. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Es wird hier quasi eine kleine Videoreihe geben zu dem Thema Traden. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß beim Traden. Nutzt die Web-App auf jeden Fall. Die Web-App ist definitiv schneller als die Konsole. Okay? In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Habt viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Trading-Tipp. Viele Coins wünsche ich euch. Bis dann, haut rein. Ciao, Kakao.